Hey Leute, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Gruselig hier auf dem Schiff. Wir sind mit Marcus auf Jericho. Das ist das Schiff, von dem die Rede war, dass hier vielleicht die Zuflucht für die Androiden wäre. Aber noch haben wir nichts entdeckt. Es ist einfach nur gruselig und unheimlich, so ein bisschen. Kann es jemand weiterhelfen? Es ist schon jemand vor uns weggerannt. Eine junge Frau, würde ich mal sagen, war es von der Statur. Macht er das manchmal, dass ich einfach so komisch statt wegdrehen von dem, wo er hingeht gerade? Oh, Scheiße! Warum ausgerechnet jetzt, wenn wir hier sind? Autsch. Kann er eigentlich Schmerz empfinden? Warum hat er keine super Röntgenaugen? Ich meine, wäre gar nicht mal so verkehrt. Willkommen in Jericho. Oh, wie krass. Also ist Jericho ein Ort, ja? Moment, Moment. Öffentliche Skepsis? Was war das denn? Ey, ich habe schon 6000 Punkte. Ich krieg noch den Highscore. Oh, hier ist noch was ich nicht gefunden habe. Vielleicht von der vorherigen Entscheidung, oder? Ja, anscheinend hätte ich da was finden können. Hier. Ah, ich habe nicht alles gemacht. Naja. Öffentliche Meinung skeptisch. Aber ich finde das cool, dass man das hier noch schön einsehen kann und da alles nachholen kann. Werde ich mal machen vielleicht. Das werde ich dann vielleicht so als weiterführendes Let's Play hochladen. Auf Englisch dann aber. Habe ich ja schon gesagt. Softwareinstabilität. Gehört der zu dir? Nur vorübergehend. Moment, hat jetzt Connor auch hier? Habe ich ja schon gelesen, als ihr sagtet, dass wenn man sich anders verhalten hätte, hätte man allein schon am Anfang eine Softwareinstabilität erlebt bei Connor. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Ach komm, ey, das sind Pferdewetten, willst ernsthaft? Du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%! Gibt doch dein Spiel nicht so aus, Mensch. Dein Geld für so ein Spiel, meine ich. Ist doch Quatsch. Detroit Lebensmittelhygienelizenz abgelaufen. Seit 7 Jahren. Erneuerung abgelehnt. Köstlich. Hier gern so eine fettige Wurst, die platzt, wenn man sie in den Mund nimmt. Ja, das hat sich jetzt falsch angehört. Case Gary. Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnungen. Tja, dumm, wenn man einen Androiden dabei hat, der eigentlich sofort Zugriff auf die ganze Datenbank hat. Keine Vorstrafen. Das war auch der Ausbilder hier bei Starship Troopers. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber den Schauspieler, ne? Oh Mann, warte mal, hab ich noch was? Willst du noch was an Hinweisen? Über ihn weiß man nichts, über sein... Oh doch. Natürlich. Ab. Hä? Warum? Ah, jetzt. Pedro Abda. Illegales Glücksspiel und Betrug. Naja, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es was anderes wäre, oder? Ha! Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Du wirst verlieren. Hey, du wirst nicht bereuen. Sie werden verlieren. Warte mal. Gibt's noch was zu scannen, bevor ich was vergesse? You just can't resist. Our food is prepared by a human. Aha. Also, das Essen ist von einem Mensch zubereitet worden. Unsere Hütchen sind mit 2 Beinen und 2 Flügeln geboren worden. Oh, warte mal, gibt's jetzt schon Genmanipulation, dass die mehr als 2 Beine haben? Unsere Soßen sind hausgemacht. Und worauf warten sie? Oder worauf wartest du? Ach, ich weiß ja nicht. Sieht schon so speckig und ranzig aus und der Mülleimer quillt über. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund.
Soll ich mich vielleicht... Soll ich mich entschuldigen mit ihm? Bei ihm? Na komm. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von Cyberlife denken wirklich an alles, hm? Nein, das war meine Entscheidung. Ist ein Unterschied. Bitte sehr. Achtung, da sind bestimmt Keime. Oh, lecker. 1680 Kalorien der Burger. Oh, ich hätte schon Bock drauf, ne? Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Doch noch einmal Ding zu mir und ich drehe den Hals rum, mein Freund. Eishockey. Ich dachte, da stehen nur die Kanadier so richtig drauf. Siehst du? Was sehe ich? Vertrag dich mit Lieutenant Anderson? Ernsthaft? Das ist eine Aufgabe? Ach komm. Ich habe Hunger, wenn ich das sehe. Cholesterin. Umgang. Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint nicht alles legal zuzugehen. Tja, es muss halt jeder sehen, wo er bleibt. Solange Sie niemanden verletzen, lasse ich Sie machen. Na gut. Ich gehe jetzt nicht auf Kuschelkurs, falls ihr das denkt. Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge Ihres täglichen Kalorienbedarfs. Ach, laber nicht. Und doppelt so viel Cholesterin. Das ist nicht gut für Sie. Irgendwann sterben wir alle mal. Ich würde sagen, halt die Schnauze, kann doch mal klugscheiße, aber 1800 Kalorien sind nicht die doppelte Menge. Oder vierfache. Da haben wir doch keinen Müll. Was? Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Was will man an seinem Burger essen? Ich habe meine Gründe. Ja, wir wollen nicht drüber reden, ha? Huh? Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ja. Ja, die Stimme ist echt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Die ist, naja. Möchten Sie erfahren, alles, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Hast du recht. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Emotionen machen zwar nur Ärger, aber es gibt nichts Schöneres als das. Gleichzeitig. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Der Rest geht mich nichts an. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Okay, dass ihm das jetzt nicht gefiel, wundert mich so ein bisschen. Weil Lügen war in dem Fall jetzt eigentlich nur, um ihm ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, nö. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet. Moment. Dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg.
Oh Mann, wenn wir... Oh. Bedan, Columbia... Columbia lieber. Wenn wir das Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Ja, Entschuldigung, weil das... Hey, das reißt mich auch ein bisschen raus, dass man hier währenddessen... Geschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Ich bin Genie. Ich blinzel und dann... Das ist echt praktisch. Ja, ist geil, ne? Wurde übrigens auch gefragt, was der Unterschied zwischen Androiden, Menschen und... Ja, halt also nicht der Unterschied. Was ist der Unterschied ist generell zwischen dem... Also ja, Menschen ist klar, wir sind halt Menschen aus organischer Materie. Androiden sind menschenähnlich, aber nur vom Äußeren her. Also die sind täuschend echt sogar, sehen sie aus wie ein Mensch. Da gibt es noch Cyborgs, das sind Menschen mit technischen Erweiterungen. Also nicht verwechseln mit Prothesen, bitte. Ja, weiß nicht, so künstlichen Muskelverstärkungen oder Hirnimplantaten. Sowas halt, ne? Das sind Cyborgs, wenn man so will. Geht halt von, hat einen künstlichen Arm bis geht zu, hat nur noch sein Hirn. Oder gibt es auch das, dass man Mensch war und sich so weit austauschen hat lassen. Ja, und Roboter natürlich, kann man sich denken, die sehen halt überhaupt nicht aus wie Menschen. Sind einfach nur Maschinen. Ich wollte es nur mal sagen, so zum Allgemeinen. Dreht die Tür ein. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Dreht mal die Tür ein jetzt. Bleib hinter mir. Verstanden. Legt das auf den Tisch. Eine, was? Eine Zeitschrift, oder? Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen nebenbei. Hab nichts zu tun. Die Red Ice Epidemie. Das ist echt scheiße. Red Ice Epidemie. Aktuelle Betäubungsmittelkrise sucht Detroit heim. Das als Red Ice bekannte synthetische Stimulanz ist in der wachsenden Unterschicht Detroits zur meistgenutzten Droge aufgestiegen. Ja, das ist echt scheiße. Analysten verweisen auf Detroits Status als Epizentrum der Androidenproduktion und vermuten, dass die Droge aufgrund der Unzufriedenheit durch den Verlust von Jobs an Androiden floriert. Der Soziologe Dr. Julian Carter zieht dieselbe Verbindung zwischen den Androiden. Die Cyberlife-Androiden verbreiten sich im Land und bringen Red Ice mit sich. Arme Bürger, die über die Runden zu kommen versuchen, werden leicht zu Konsumenten oder Dealern. Während die Beliebtheit der Droge rasant ansteigt, ist die chemische Zusammensetzung äußerst gefährlich. Therium, der Hauptbestandteil des blauen Androidenbluts, what? Ist einer der aktiven Bestandteile im Red Ice und wirkt höchst destabilisierend auf die Hormonproduktion. Die Nationale Vereinigung für die Suchtmittelprävention sieht eine Verschlimmerung des Problems. Die Reinheit der Bestandteile ist gering und verschlechtert sich. Amerikas größte Rauschmittelindustrie wird weiter wachsen. Red Ice Dealer sollen ein inoffizielles Motto haben. Wo das Blut blau ist, ist das Eis rot und das Geld grün. Boah. Was wollen wir wetten, dass Anderson vielleicht jemanden durch Red Ice verloren hat und deswegen auch so mit den Drogen... Ne? Oh Gott, hier, Bienen. Red Ice Epidemie. Ja, ne, warte, wo ist denn das jetzt? Oh Mann, Erde unrettbar zerstört. Das ist, glaube ich, wirklich was uns bevorsteht. Umweltschützer haben uns lange vor einem Umkehrpunkt gewarnt, dem Moment, an dem die globale Erwärmung einen Punkt erreicht, der nicht reversibel ist. Die Wissenschaft sagt nun, dass wir diesen Punkt passiert haben. Haben wir übrigens jetzt schon zur Zeit angeblich. 2017 war es, hat Hawkins gesagt, oder? Die Regenwälder sind seit dem Jahr 2000 um 79% geschrumpft und Korallenriffs um 58%. Das Polareis ist so weit geschmolzen, dass einige Länder Probleme haben, das ansteigende Wasser aus ihren Küstenstädten fernzuhalten. Durch die Verringerung dieser Kühlfaktoren befindet sich in der Atmosphäre zu viel Kohlenstoff, der nicht mehr absorbiert werden kann. Jason Rees, Leiter der Global Environment Agency, sagte, diese Studie bestätigt, was viele von uns schon lange vermutet haben. Doch die wahre Katastrophe ist das Schwinden natürlicher Ressourcen, von Energien zu Mineralien, die fast erschöpft sind und nicht ersetzt werden können. Viele Umweltschützer kritisieren Rees' Äußerung, da sie die Menschen entmutige, etwas zu unternehmen. Aber Rees trotzte dieser Kritik. Es ist wichtig, die Realität dieser Situation zu akzeptieren. Der Planet wird sich weiter erwärmen, die Frage ist nur, wie schnell. Boah, es ist echt schlimm, so ein Szenario. Ich meine, es ist halt wirklich so, wir machen die Erde kaputt. Fertig aus, Mickey Maus. Und dieser Punkt, an dem es reversibel ist, ist angeblich ja schon vorbei.
Was zur Hölle ist das denn? Na, Scheiße, wie das wie viele stinkt. Alter, wie viele Tauben sind das denn? Tja, wir sind umsonst gekommen. Nicht umsonst. Unser Mann ist weg. Toll, und hier schönes UFD. Poster einer urbanen Farm. Noch im Herzen von Detroit, ja. Wo ist denn noch was? Ah. Recyclingpapier, 100% sogar. Oh. Was ist das denn? Das ist wie so eine Chiffre, also alles Zahlencodes. Oder ja, so einfach verschlüsselte. Was gefunden? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß auch nicht. Aber ich schätze mal, das ist auf jeden Fall was Wichtiges. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Boah. Wo kommen die ganzen Tauben und warum? Ich meine, wie sie reinkommen, ist mir egal, aber warum sind die alle hier drin? Guck mal, wie viel... Was fressen die? Ihre eigene Kacke, oder? Ist nichts, also muss es ja wohl ein Android sein, oder wie? Oder ein Supermodel. Er besorgt wilde Tiere. Aber gerade Tauben. Aha. Die Chipkarte. Rupert Travis. Echtheit Fälschung. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Es sei nicht immer so negativ, Mensch. Jetzt haben wir hier Initialen RT. Ja. RT. Vermutlich Initialen. Oder richtig toll. So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Ach Kerl, jetzt nerv mal nicht. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Das haben aber alle, die dieses Fehlverhalten haben. Komischerweise aber jetzt nicht Kara, oder? Oder Marcus. Nur diese komischen, die sich so ein bisschen auch verrückt verhalten. Kürzlich umgestoßen, Spuren von Vogelfäkalien. Es muss irgendwas an der Decke vielleicht haben. Ist da vielleicht jemand draufgestiegen und hat oben irgendwas gemacht? Das finde ich immer so ein bisschen dämlich hier. Wo soll ich denn jetzt noch gucken, Mensch? Ah. Ein Textilmarker. Mitternachtsschwarz. Scheiße, ich hasse diese Viecher! Sieht doch nicht so aus jetzt! Da liegt... Oh, seht ihr! War das von Marcus? Nee, er hat doch keine Tauben gefüttert. WB200. Ah, das war er, glaube ich. Was, das ist Marcus, schätze ich. Waren da auch die ganzen Tauben hier? Biokomponente, ja, deaktiviert. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das war, als ich mit Marcus jetzt hier war. Aber der hat das doch nicht alles hingeschrieben, meine ich. Analysiert, weil es doch bestimmt irgendwo. Wird das immer noch angezeigt? Pff,
Fummelfutter. Hör mal auf. Ich fass es nicht. Dieser Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Okay, ich glaube, das Orangene ist halt immer. Oh. Das ist ein Fehler. Guck mal, John Woo-Film. Die Kamera zirkuliert und die Tauben fliegen. Noch mehr Futter. Ursprung des Lärms. Irgendwo muss doch noch was sein. Bestimmt. Das ist doch nicht Marcus. Hier irgendwo rauf, Anderson, meinst du? Nimm dir auch mal den Stuhl hier und steig mal hoch. Bin zu hübsch. Ach so, ja, wär's mal mit rekonstruieren. Alles klar, also wir sind reingekommen und dabei ist dann der Stuhl umgetreten worden. Aber wo ist er hin? Aus dem Fenster? Wow. Praktisch so ein Teil. Jetzt, Anderson. Ist ja kein Platz. Es sind jetzt übrigens mehr Parallelen zu Matrix, als mir gerade auffällt. Also ich meine, Mr. Anderson, so hieß ja Neo. Keine Fingerabdrücke, ja natürlich nicht. Würde mich auch wundern, hätten sie den Fingerabdrücke verpasst. Spurenbreite von verzinktem Stahl. Kürzlich zerbrochen, rostfreier Stahl. Kannst vergessen, dass man das synchronisieren kann. Wie? Jetzt bin ich in den Schrank gerannt, oder? Oh, er ist hochgeklettert. Das passt doch. Ich sagte. Wow. Diese gottverdammten Dreckstauben. Worauf wartest du noch? Hinterher! Das ist echt schnell. Oh, wo ist er hin? Er ist weg. Oh, Scheiße. Scheiße, fuck, wir hatten ihn. Was? Ich hab da X gedrückt. Schon okay. Schon okay. Ist egal. Wir wissen, wie er aussieht. Der kommt nicht weit. Kommt, verschwinden wir. Das ist genug Gemüse für einen Tag. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin auf Erfolg programmiert. Oh, tja, du hast versagt, Connor. Willkommen im Club. Habe ich das jetzt verkackt, oder? Wahrscheinlich. Ich war zu langsam. Ach komm, alter Mann, so alt bist du jetzt auch nicht. Ach, Mist. Ich hab's verkackt, glaube ich. Rupert ist entkommen. Rupert? Mhm. Also war er das ganz sicher. Rupert aus den Augen verlieren? Oh. Ich würde es gerne nochmal ab der Stelle spielen, glaube ich. Aber das geht wohl nicht. Oh Leute, ganz vergessen, wir machen ja Pause jetzt. Mann. Naja gut, aber wie gesagt, wenn ich es jetzt nicht schaffe, kein Problem, ich spiele es ja nochmal. Also ihr seid dann herzlich eingeladen, mir dabei vielleicht nochmal zuzusehen im Stream und ich werde es sowieso hochladen. Also ja, danke fürs Zusehen bis hierhin, danke fürs Liken des Videos und schaltet wieder ein zu Detroit Become Human. Bis dann, ciao.